Hallo, meine Lieben, ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen wieder, welche Karten heute wichtig werden fürs Kollektiv. Ihr bedenkt bitte, das ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht. Hier ist auch schon der Page der Kelche rausgefallen. Was möchte sich noch zeigen? So, hier haben wir die 5 der Münzen. Die 4 der Kelche. Das Rad des Schicksals. An der Unterseite zeigt sich hier der Ritter der Stäbe. Okay. Ihr Lieben, was mir als erstes auffällt, ist, dass sich heute Nachrichten zeigen könnten. Das wäre ein Punkt. Nachrichten in eure Richtung. Wir haben hier einmal den Ritter der Stäbe, der für Nachrichten, Kommunikation, Bewegung steht. Und den Bube der Kelche, der auch für Kommunikation und Nachrichten steht. Mit den 5 der Münzen und den 4 der Kelchen zeigen sich hier aber eher Energien, die einen jetzt nicht so unbedingt erfreuen. Es ist eher die Energie, dass man hier ein bisschen angesäuert ist, dass man sich ärgert, dass man ja das Gefühl hat, sich so ein bisschen wertlos zu fühlen. Es kann natürlich auch im Bereich der Finanzen ein bisschen eine Nachricht kommen, die euch ärgert, ne? Vielleicht von Ämtern oder Behörden, wie auch immer, wo ihr denkt, oh nee, muss das denn jetzt sein? Ne? Vielleicht irgendwie ein Strafzettel oder die Steuer oder irgendetwas. Also es könnte heute wirklich tatsächlich möglich sein, dass hier Nachrichten euren Weg kreuzen, wo ihr einfach ein bisschen angesäuert seid. Es kann auf der anderen Seite aber auch bedeuten, auf jeden Fall mit dem Rad des Schicksals will ich noch sagen, das Rad des Schicksals steht ja immer für unvorhergesehene Ereignisse, ne? Aufsteigendes oder absteigende Seite des Rades des Schicksals. Es kann natürlich auch sein, dass sich hier etwas wendet, ne? Also es gibt hier wieder zwei Deutungsmöglichkeiten. Entweder kommen hier Nachrichten auf euch zu, die euch säuerlich machen, oder das Gegenteil passiert, dass hier Nachrichten auf euch zukommen, die euch eher aus einer Stimmung rausholen, in der ihr vielleicht angesäuert oder ein bisschen down wart, wie auch immer. Ne? Also diese Möglichkeiten bestehen. Es kann nun aber auf der anderen Deutungsebene auch bedeuten, dass es hier um das Thema Kinder geht. Vielleicht ist hier irgendein Kind etwas säuerlich, man hat ein bisschen Ärger mit einem Kind, man muss sich hier irgendwie vielleicht auch mit Schulen oder irgendwas auseinandersetzen. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass vielleicht, dass man ja einfach Stress und Ärger wegen einem Kind hat, ne? Also es könnte heute hier wirklich durch das Rad des Schicksals sich ein Blatt wenden. Oder dass hier tatsächlich Meldungen kommen, die euch nicht unbedingt so erfreuen, sondern euch eher stressen. Egal jetzt auf welcher Ebene. Jetzt lasse ich hier mal noch Klärungsenergien springen. Ja, die 8 der Kelche haben wir hier schon mal. Vielleicht erfahrt ihr auch irgendwas. Das ist ein Saturn in Fische-Energie. Vielleicht kommt ihr irgendwie auch etwas ans Licht. Was haben wir hier noch? Hier zeigt sich die Kraft. Die Königin der Münzen. Eine Karte hätte ich gern noch. Eine Karte gern noch. Und der König der Münzen. Ein Königspaar und an der Unterseite die 8 der Schwerter. Also wie gesagt, ihr Lieben, jetzt habe ich gleich auch Probleme gehabt, Luft zu holen. Also es kann wirklich, wie ich das schon sagte, wirklich sein, dass hier verschiedene Möglichkeiten auf euch zukommen. Auf jeden Fall geht es hier darum, sich aus irgendeiner Situation zu verabschieden oder jemand verabschiedet sich aus einer Situation. Oder man erfährt tatsächlich etwas. Ne? Vielleicht hat das Kind in der Schule Mist gebaut oder irgend sowas. Ne? Oder es geht hier wirklich um einen Bescheid von Ämtern und Behörden. Auf jeden Fall kommt ihr trotz allem, oder ihr habt, egal was jetzt kommt für Nachrichten, ihr kommt hier wieder in eine neue Kraft und Stärke. Und wenn es sich hier um Nachrichten handeln sollte, die hier euch eher aus einer absteigenden Situation wieder auf die aufsteigende Seite holen, dann kommt ihr hier ganz klar in eure Kraft. Es könnte sich auch hier ganz speziell um ein Königspaar handeln.
Stiersteinbock-Jungfrau wäre hier wichtig. Vielleicht habt ihr hier mit irgendeinem befreundeten Pärchen zu tun, was in dieser Energie ist. Oder ihr selber verkörpert diese Energie. Oder hier kommt ein König oder eine Königin der Münzen auf euch zu. Auf jeden Fall geht es hier um Befreiung. Also egal, was heute passiert, auch wenn man hier vielleicht irgendetwas erfährt, was man bisher noch nicht wusste, es ist mit der Kraft und den Acht der Schwerter geht es ja darum, dass man sich aus einer Situation befreit. Man bekommt Hilfe, man bekommt Unterstützung, man bekommt hier wirklich Support. Aber rechnet heute mit Bewegung, fahrt bitte im Straßenverkehr vorsichtig, ne? Also nicht, dass es hier wirklich eine Strafzelle oder so gibt. Und sollten hier Nachrichten und Meldungen kommen, die euch wirklich nicht zufrieden machen, dann könntet ihr hier auch nochmal, wir sind jetzt in der Schattenperiode des rückläufigen Merkur, also auch wenn du das Video später siehst, ne, wir sind in der Energie des rückläufigen Merkur, zumindest in der Schattenperiode, sodass ja auch es geht, also hier wirklich nochmal darum geht, Dinge genauer zu überprüfen. Also solltest du auch Nachrichten und Meldungen bekommen, mit denen du so nicht einverstanden bist, versuche auch wirklich Dinge zu überprüfen, weil die Kraft hast du ja auf jeden Fall. Und man kann sich hier so oder so aus einer Situation oder Energie befreien, die nicht mehr zufriedenstellend war. Ne? Also egal, um was es hier geht, mit dem Rat des Schicksals soll es so sein. Es geht um Lernaufgaben. Es geht um den Wandel einer Situation und um die Befreiung. Genau. So. Jetzt lasse ich mal hier noch ein Krafttier springen, ihr Lieben. Welches Krafttier ist denn hier heute an eurer Seite? Welches Krafttier will sich hier zeigen? Erstmal der Rabenvogel, die Magie, eine Einweihung steht bevor, Veränderungen kündigen sich an, erwarte Wunder und Hahn und Henne Erneuerung, eine Inventur deiner Seele steht an, wie auch hier die Kraft und die Königin der Münzen, sei gut zu dir selbst, ne? Auch wieder Königin der Münzenenergie, Selbstfürsorge. An der Unterseite haben wir hier die Fledermaus, Orientierung, neue ungewöhnliche Wege tun sich auf, besinne dich auf dich selbst, beziehe die Kraft deiner Ahnen mit ein, ne? Also hier geht es wirklich darum, auch neue Wege zu beschreiten, vielleicht auch etwas anders zu machen, als man es bisher gemacht hat. Hier bieten sich auf jeden Fall Chancen und Möglichkeiten. Und wie gesagt, mit dem Rabenvogel ist ja das, was ich vorhin sagte. Hier könnte sich ein Blatt in einer Situation wenden, mit dem ihr so in erster Linie gar nicht rechnet, ne? Also Nachrichten kommen ja auf jeden Fall in irgendeiner Ebene auf euch zu. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, bleibt mir alle schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.